habe ich einen Job und merke, nein, ich habe ein Startup. Wir rechnen mit neuen kreativen Köpfen. Und davon hören wir, braucht es eigentlich viele. Wir haben viel Glück gehabt, weil wir mit der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt gestartet sind. Ich erzähle heute über das Scheitern von Monagu, nicht weil ich Masochist bin, sondern weil ich glaube, dass Scheitern unglaublich wichtig ist. Wenn ich Investoren treffe, dann habe ich mich idealerweise vorbereitet. Es gibt nichts Schlimmeres als Investorengespräche mit Leuten, die vielleicht nicht zu einem passen. Inspiration ist wichtig. Ohne das geht's gar nicht. Wenn man nicht inspiriert ist, sollte man nicht anfangen. Expertenrat. Mit Vorsicht zu genießen. Business Angel. Auch mit Vorsicht zu genießen. Bei den Business Angels genau dasselbe. Die Frage stellen, was sind die letzten 5 Investments, wo sind die Referenzen, wen kann ich anrufen und wer dadurch kommt, da macht es dann Sinn, mit denen zu sprechen. Was ich brauche, um gut zu sein? Ich brauche ein gutes Team, ich brauche ein gutes Produkt und ich brauche eine gute Strategie. Es gibt ganz wenig Startups, die wirklich alleine starten. Es geht meiner Meinung nach nur mit guten anderen Gründern zusammen, die man idealerweise vielleicht sogar ganz gut kennt. Wichtig ist, es muss passen, es muss komplementär sein. Beschleunigung ergibt sich für mich aus der richtigen Kraft beim Antritt. Und deswegen ist das auch mit dem Inkubator hier so interessant, weil es eben einem Geschwindigkeit gibt und einem die Möglichkeit gibt, ernst genommen zu werden in dieser Branche. Und ich bitte darum, dass alle Leute, die hier sind, Startups eine Chance geben, die gute Ideen haben. Aber es sind die Unternehmer und die Ideen und die Technik, die zusammenwirken, dass es erfolgreich ist. Das ist das, wonach ich hoffe, Content Shift schaut und diese Veranstaltung hier und das Ganze, die ganze Branche an sich voranzubringen. Das ist der Startschuss für Content Shift. Herzlichen Dank.